Willkommen an alle im Sternzeichen Waage Geborenen zu dieser Monatslegung für den August 2024. Ich schaue hier für dich auf deine Themen, Inspirationen, Impulse für den August. Was zeigt sich denn hier für dich in den Karten? Wir schauen gleich mal nach und gucken hier auf dein Hauptthema. Worum geht es für die Waagen denn im August? Wir haben das Grounding, die Erdung, also ein Übergang, Transition und Inspiration. Super schöne Farben finde ich auch wieder, passen sehr schön zusammen. Es geht für dich darum, also dich zu erden im August oder die Erdung auch nicht zu verlieren, ja, dich zu wurzeln, Vertrauen zu finden, ja, Urvertrauen oder Wurzelchakra sich verwurzeln, Erdung, so, das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun, ja, wenn du gut geerdet bist, wenn du gut verwurzelt bist, wenn du gut mit deinem Körper verbunden bist und auch dich mit der Natur, mit der Erde verbunden fühlst, dann bist du stärker im Vertrauen, ja, dann hast du quasi das Gefühl, dir kann gar nichts passieren und du kannst mutige Entscheidungen treffen und bist nicht so sehr in der Angst oder wenn Ängste auftauchen, dann weißt du, dass du es trotzdem schaffen wirst. Also nutze vielleicht Tools und Möglichkeiten, um dich im August noch bewusster zu erden, dich wirklich mit der Erde, mit deinem Körper zu verbinden, dich in deinem Körper zu verankern, ja, damit du einfach so ein festen Stand hast, damit du in dir selber auch Halt findest, damit du in dir geerdet und gesattelt bist sozusagen. Ja, das ist sicherlich wichtig für das, was vor dir liegt, denn du bist ja in einer Übergangszeit, ja, in einer Transition Zone sozusagen. Und das ist diese Phase von, das Alte ist schon weggebrochen und man kann da nicht mehr hin zurück, aber man sieht das Neue noch nicht. Das Neue ist irgendwie noch im Nebel. Und dann irrt man hier so ein bisschen herum und weiß nicht so, was wird denn jetzt, ja, wie geht's weiter? Und das ist sehr herausfordernd und da hilft es dir also dann gut geerdet zu sein, ja, damit du dort gut durchkommst und damit du da nicht, ja, zu sehr aus der Balance kommst oder verloren gehst in der Ungewissheit, sondern dass du dieses Vertrauen findest, hey, okay, ich, gerade ist alles so ein bisschen unsicher und ungewiss, aber ich vertraue, dass alles gut wird und dass ich hier durch den Nebel geführt werde, ja, und dass das alles seinen Sinn und Zweck hat und mich das Leben hier unterstützt. Und dann hast du ja auch die Inspiration, die sich hier noch zeigt, ja, das heißt, da wird dich wieder ein neuer Inspirationsfunke dann irgendwo treffen in dem Nebel sozusagen, ja, irgendwann wirst du auf einmal wissen, ah, okay, jetzt habe ich endlich eine Idee, wie es weitergehen kann, ja, jetzt bin ich wieder inspiriert, jetzt bin ich motiviert, jetzt weiß ich, was der nächste Schritt sein kann und was ich hier als nächstes tue, ja, also bleib da auf jeden Fall im Vertrauen, auch wenn es gerade alles ein bisschen unsicher und unwirklich und, ja, verwirrend vielleicht ist, ja, aber das wird. Das wird, da kommst du raus. So, dann schauen wir mal ins Tarot. Wir haben die 6 Münzen, die Liebenden, die Königin der Stäbe und den Gehängten. Die hatte ich eben gerade auch an derselben Position bei den Zwillingen liegen. Vielleicht ist da ja für dich auch nochmal was verborgen, wer weiß. Vielleicht ist es dein Aszendent, dann könntest du da auch nochmal reinschauen. Die 6 Münzen, so, da geht es um das Thema Geben und Nehmen. Ja, da kannst du schauen, ob das bei dir im Ausgleich ist, ob du vielleicht gerade auch beruflich gesehen oder auch eigentlich in jedem Lebensbereich kann man das schauen, ob du das Gefühl hast, dass Geben und Nehmen eben im Einklang ist, ja, oder ob du jemand bist, der sehr viel mehr gibt oder da auch das Gefühl hat, so, man muss immer geben, geben, geben und es kommt aber gar nicht genug zurück, ja, da kann etwas dahinter stecken, wie das Gefühl, man muss für Liebe und Anerkennung sehr viel tun und sehr viel arbeiten und sehr viel machen und man muss vielleicht auch der Liebe hinterherlaufen oder man muss dafür irgendwie kämpfen und sich einsetzen und ganz viel tun und von der anderen Seite kommt aber vielleicht gar nichts, ja, dann dürfte man irgendwann mal schauen, okay, lohnt sich das jetzt eigentlich hier, da die Zeit und Energie zu investieren oder nicht? Genau, das ist also ein Aspekt. Ein weiterer Aspekt könnte auch sein, weil wir hier auch jemanden sehen, der, also eine reichere Dame, die einem ärmlicheren Mädchen, so scheint es, eben etwas gibt, ja, und da großzügig ist und etwas abgibt. Es kann also zum einen auch darum gehen, wenn du jetzt jemand bist, der von etwas ganz viel hat, sei das jetzt finanzielle Mittel, sei das aber vielleicht auch Wissen, Erfahrung, Zeit, ja, irgendetwas, was vielleicht an anderer Stelle gebraucht wird, dann hier zu geben, ja, gerne aus vollem Herzen und dann auch zu wissen, hey, das kommt auch wieder zu mir zurück.
Oder falls du vielleicht auf dieser Position bist, dass dir gerade etwas fehlt, dass du etwas benötigst, dann dir zu erlauben, um Hilfe zu bitten oder auch Hilfe anzunehmen, wenn sie dir angeboten wird. Ja, das könnte auch ein Thema sein. Mit den Liebenden geht es um eine Entscheidung, eine Herzensentscheidung, eine verbindliche, eine konsequente Entscheidung für etwas, was dir wichtig ist. Und ja, eine Entscheidung jetzt zu treffen für dich aus Liebe zu dir selbst, zu deinem Leben, die dir jetzt halt einfach gut tut. Ja? Also vielleicht gilt es, sich von etwas zu lösen, ne? Gerade auch wenn Geben und Nehmen zum Beispiel an einem Punkt nicht im Einklang ist, wenn du das merkst, dass du dich irgendwo verausgabst, ja, oder dass etwas sich nicht lohnt wirklich, dann aus Liebe zu dir selbst zu sagen, hey, okay, dann mache ich jetzt hier einen Schlussstrich, ja, dann ziehe ich jetzt hier Konsequenzen draus, da höre ich jetzt auf mein Herz und ich treffe jetzt hier eine Entscheidung. Genau, weil mit der Königin der Stäbe geht es ja auch darum, seiner Leidenschaft zu folgen, Ausdruck zu verleihen, etwas zu tun, was dir wirklich Freude macht, was dir am Herzen liegt, worin du aufgehst, ja, dich auch zu befreien von allem, was dich eher gefangen hält, ja, dein Leben wirklich in die Hand zu nehmen, eigenverantwortlich zu handeln, so, ne, all das ist die Königin der Stäbe. Und ja, diesen Platz einzunehmen für dich, ja. Ja, genau. Und der Gehängte, der bringt aber so eine gewisse Stagnation oder sagt dir, hey, es braucht Geduld hier in einer Angelegenheit auch. Vielleicht was die Transition angeht, ja. Also gerade hier die Entscheidung. Vielleicht triffst du eine Entscheidung, eben zu sagen, so, ne, ich trenne mich hier von etwas oder löse mich aus einer Situation heraus oder vielleicht aus der beruflichen Verpflichtung, was auch immer. Und ne, die Kündigung ist raus oder die Trennung ist ausgesprochen. So, dann wäre ja quasi das Alte sozusagen schon weg. Ja, aber man weiß noch gar nicht, was kommt denn jetzt, wie geht es weiter. Und das ist ja diese Übergangszone. Ne? Und da kann der Gehängte sagen, so, da steckst du jetzt aber auch eben eine Weile drin. Also es braucht Geduld, um da rauszukommen. Und solange du da festhängst, so ja, hast du halt das Gefühl, so, da geht nichts voran oder du hängst da in den Seilen sozusagen, steckst fest und kommst nicht vorwärts. Und beim Gehängten steckt man so lange fest, bis man etwas erkannt hat. Und das kann ja dann dieser Inspirationsfunke sein, der dich halt erreichen wird, ja. Also das spiegelt einfach dann das nochmal wieder, dass du an einem Punkt dann nicht vorwärts kommst, weil du da etwas noch lernen, erkennen darfst, ja. Und sobald du das erkannt hast, wirst du auch wissen, wie es weitergeht, ja. Und dann wirst du so inspiriert sein, dass du merkst, ah, okay, jetzt, ne, jetzt habe ich es sozusagen, jetzt hat es Klick gemacht und jetzt weiß ich auch, was die nächsten Schritte sein werden. So ein Schattenthema, was sich zeigen kann, wird im August alte Verletzungen, die dann nochmal hochkommen. Ja, also und das kann alten Schmerz, Traurigkeit, unangenehme Gefühle, Emotionen hochholen. Also da vielleicht sich bewusst zu machen, wenn dich hier etwas bei den Geschehnissen, vielleicht auch wegen der Entscheidung, die du treffen musst oder wirst, und da kommt was hoch, ja, Traurigkeit, Wut, Schmerz, Frustration, Ohnmacht, ja, das sind alte Dinge aus der Kindheit oder vielleicht sogar noch länger zurückliegend, irgendwas Altes, was in dir noch lebendig ist und was dann eben wieder hochgeholt wird oder wieder reaktiviert wird sozusagen. Ja, kann auch ein Muster sein, was dann wieder aktiviert wird, wo auch der Gehängte dann anzeigt, hey, in diesem Muster drehst du dich so lange, bis dir etwas klar wird und bewusst wird. Also vielleicht braucht es dann die Erkenntnis, wo das genau herkommt, ja, warum das jetzt so ist, was das tatsächlich für ein Schmerz, für eine Wut ist, was sie sagen will. Und da ist es gut, vor unangenehmen Gefühlen und Emotionen nicht wegzulaufen, sondern sich damit auseinanderzusetzen und zu schauen, ja, was es sagen möchte, was es mitteilen möchte, welche Botschaft die Emotion hat und nicht davor wegzulaufen. Ein lichtvoller Impuls ist die Bedeutungslosigkeit. Ja, das hatten wir auch hier gerade im Zwillinge-Orakel. Da ging es auch darum, dass man selbst den Dingen eine Bedeutung schenkt. Und hier liegt es auch als Lichtimpuls eben darum, weil du entscheiden kannst, was Bedeutung für dich hat und was nicht. Und vielleicht gibst du auch Dingen eine viel zu hohe Bedeutung, die das gar nicht verdienen.
und die dir gar nicht gut tun, also dass du vielleicht etwas anstrebst oder etwas behalten möchtest oder einer Sache oder einem Menschen, ne, dieses Geben und Nehmen, zu viel Zeit und Aufmerksamkeit schenkst und da kommt aber gar nichts zurück. Das heißt, vielleicht jemand anderem bist du gar nicht so wichtig, wie dieser Mensch dir wichtig ist, ja. Und so sollte das nicht sein, sondern das sollte eben gleichmäßig verteilt sein. Und wenn du merkst, ne, es ist jetzt egal, ob es ein anderer Mensch ist oder ob das im beruflichen Kontext ist oder eine andere Situation, aber wenn du merkst, du gibst etwas viel mehr Bedeutung, als diese Sache dir Bedeutung schenkt, sozusagen, dann kannst du vielleicht mal entscheiden, der Sache oder dem Menschen auch weniger Bedeutung beizumessen. Und wenn das aber auch mit alten Verletzungen gekoppelt ist, dann kann es sein, dass das nicht so einfach ist, ja, dass da einfach noch ganz andere Themen dahinter stecken, die das Loslassen oder das ja, weniger Bedeutung geben, dass das dann gar nicht so leicht ist, das zu tun, ja, weil da einfach noch was ganz anderes drunter liegt. Da gilt es dann eben hinzuschauen, ja. Aber die Karte möchte dir sagen, dass du einer Sache zu viel Bedeutung beimisst, die eigentlich total bedeutungslos ist und dass das etwas Gutes ist, ja, weil du dann das loslassen kannst, weil du dich dann auf etwas anderes mehr konzentrieren kannst, was wirklich wichtig ist und Bedeutung hat. Genau. Schauen wir auf ein Krafttier, was dich begleitet im August, der Adler. Perspektiven und Horizonte erweitern. Da kommt also der Adler zu dir, um dich zu unterstützen, deinen Blickwinkel auch zu erweitern. Ja, du hast vielleicht gerade in Bezug auf eine Sache eine festgefahrene Ansicht, eine festgefahrene Perspektive. Du bist vielleicht zu sehr damit verhaftet, verwickelt, verstrickt. Ja. Und da gilt es eben, sich ein bisschen rauszulösen. Und wie der Gehängte ja eben dir auch sagt, es braucht einen Perspektivwechsel, ne? Es braucht eine Erkenntnis. Und hier hängt man eben so lange in den Seilen, bis man es eben verstanden hat, ja. Und man dreht sich in einem Muster so lange, bis man versteht, worum es eigentlich geht. Und dann kann man den Weg herausfinden. Und hier braucht es eben auch eine Horizonterweiterung, einen Perspektivwechsel, eine 180-Grad-Wende, ja, also die Dinge einfach anders betrachten, einen Blick von weiter oben mit Abstand drauf bekommen, und dann wird es dir leichter fallen, ja. Vielleicht bist du in einer Sache einfach viel zu nah dran, viel zu sehr drin verstrickt. Und sobald du es geschafft hast, da ein bisschen rauszukommen und Abstand zu gewinnen, wirst du die Dinge mit ganz anderen Augen erkennen. Und da wird eben dann die Erkenntnis kommen, dann kommt auch die Inspiration wieder zu dir zurück und du weißt, wie es weitergeht und was zu tun ist. Die Affirmation für dich, die dir helfen kann jetzt, ist: Ich vertraue darauf, dass ich meine Ziele erreiche. Genau, ne? Dieses Vertrauen finden, auch in dieser Übergangsphase, wo du eben noch nicht genau weißt, was da los ist, was da kommt. Dieses Vertrauen finden, dass du deine Ziele erreichst, wenn du dir was vornimmst oder wenn du ein Ziel hast. Und wenn das Ziel erstmal nur ist, wieder zu wissen, wie es weitergeht, aus dieser Übergangszone rauszukommen, aus dem Nebel rauszukommen, wieder Klarheit zu gewinnen. Ja, auch das kann ja erstmal ein Ziel sein, das du dir setzt. Hey, ich möchte mal Klarheit darüber haben, wie es weitergeht. Ja, und das wirst du erreichen, natürlich. Und wenn du dann auch ein richtiges Ziel hast, ja, ein konkretes Ziel, etwas erreichen zu wollen. Auch da darfst du darauf vertrauen, dass es für dich möglich ist und dass du es erreichen wirst, wenn du dann die Dinge tust, die für dieses Ziel Bedeutung haben und die Dinge weglässt, die für dieses Ziel bedeutungslos sind. Genau, das ist dann ganz wichtig. Und eine Edelsteinbotschaft für dich zum Abschluss, die kommt vom Selenit. Wenn du gerade das Gefühl hast, in einem Hamsterrad gefangen zu sein und energetisch nicht mehr zur Ruhe kommen zu können, dann ist es an der Zeit, für eine bessere Balance zu sorgen. Schaffe dir einen Ausgleich, ganz egal, ob körperlich oder geistig. Probiere neue Dinge aus, lerne etwas Neues und baue dir immer wieder Ruheinseln in deinen Alltag ein. Du bist die Priorität in deinem Leben. Gib auf dich Acht und sei liebevoll zu dir oder mit dir, ja. Genau, also hier sind ähnliche Energien tatsächlich wie bei den Luftkollegen, den Zwillingen mit drinne. Sehr interessant. Und ja, auch bei dir geht es um Balance, ja. Und etwas Neues ausprobieren ist auch super, um neu inspiriert zu werden, ja, oder auch um aus so einer Übergangszone ein Stück weit rauszukommen. Gerade wenn man nicht weiß,
wie es weitergehen soll oder was der nächste Schritt sein könnte. Ja, probier Sachen aus, weil nur übers Tun wirst du es herausfinden. Ne? Wenn du überlegst und dir Gedanken machst und was könnte und was wäre und was sollte und so, da kommt man nicht wirklich voran, sondern tu Dinge, probier etwas aus, fang mit irgendetwas an und dann wirst du merken, was funktioniert und was Spaß macht und was gut ist und was eben nicht so. Ja, und nur so kommst du übers Ausprobieren dann weiter, Stück für Stück. Und was dann nicht so gut ist, was nicht funktioniert, das lässt du dann wieder los und dann probierst du dich weiter durch, ja? Bis du den Weg wieder vor dir siehst und bis die Inspiration dich gepackt hat und du weißt, hey, das ist es, das mache ich jetzt. So, okay, das sind die Botschaften für dich, für den August. Ich hoffe, es dient dir und unterstützt dich. Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn du dir noch weitergehende persönliche Unterstützung wünschst, bin ich gerne für dich da. Schau dich da gerne auf meiner Webseite um. Für persönliche Readings, Kakaozeremonien oder mein Kursangebot würde ich mich sehr freuen, wenn da was für dich dabei ist. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne und dann wünsche ich dir einen angenehmen August und dass du gut durch deine Herausforderungen durchkommst und freue mich natürlich auch, wenn wir uns im nächsten Video hier wieder treffen. Bis dahin alles Liebe, eine schöne Zeit, bis ganz bald.